Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns zusammen den Blissim Deutschland Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim-Box ist ja seit diesem Jahr auch in Deutschland angekommen und da haben die sich das natürlich nicht nehmen lassen, auch einen Adventskalender rauszubringen. Der wird sich von dem französischen auch ein bisschen unterscheiden und dann gibt es als dritte Variante auch noch den, den es auf Amazon zu kaufen gibt. Ich muss aber sagen, dass ich empfehlen würde, den tatsächlich von Blissim Deutschland zu kaufen, weil das auch die günstigste Variante tatsächlich ist. Abonnenten zahlen nämlich nur 54 Euro, Nicht-Abonnenten 64 Euro und eigentlich müsste da nicht mal Versand hinzukommen. Das heißt, es ist halt wirklich eine krasse Geschichte. 275 Euro Warenwert sind hier drin enthalten. Ich habe ihn jetzt von Blissim zugeschickt bekommen, um ihn hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Blissim-Team und ja. Oh wow, Leute, ich bin echt manchmal eine verbaselte Dusel. Dame. Ich darf in diesem Video tatsächlich auch zwei komplette Blissim Adventskalender an zwei von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da super gerne mal vorbei. Viel Glück und viel Spaß dann noch weiter mit dem Video. Ihr bekommt den Adventskalender ab heute, dem 29.09. auch offiziell bei der Blissim Deutschland Homepage. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, setze ich euch in die Infobox. Wir schauen jetzt mal in den Adventskalender rein. Und ich finde auch 54 Euro für Abonnenten, ciao, tatsächlich als Preis nett. So sieht er von innen aus. Wirklich schön, nicht unbedingt weihnachtlich, eher poppig, aber lasst uns reingucken. Ja, wir haben keine Zwischenebenen drin. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil dann alles runterfliegt, ne? Hier habe ich jetzt die Nummer 1. Und wir starten direkt mit MAC. Das ist wundervoll. In der Farbe 331 Bo haben wir einen Lip Gloss. In der Full Size, Leute. Das finde ich genial. Muss ich wirklich sagen, finde ich klasse, dass wir hier direkt mit dekorativer Kosmetik und mit MAC starten. Normalerweise haben wir ja bei der Blissim-Box immer so 5 Beauty-Produkte drin, wovon 1 immer so dekorative Kosmetik ist. Das heißt, ich rechne in diesem Adventskalender vielleicht auch so mit 5, 6 dekorativer Kosmetik-Produkte. Ne? Ein wunderschöner Nude-Ton, den wir hier drin haben, mag ich richtig gerne leiden. Das ist total tragbar. Hat auch so Schimmer mit drin. Der wird ausprobiert. Als nächstes geht es natürlich zu der Nummer 2 und da haben wir ein Pflegeprodukt drin von NYX. Bio Organic ist das ein Replenishing Nourishing Body Oil. Kann ich gut gebrauchen. Haselnuss, 35 ml. Ich bin jetzt 6 Wochen vor, wie nennt sich das denn? Vor Geburt, ne? Ja. Oh Gott, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Schön. wow. auf jeden Fall kann ich das gut gebrauchen. Das kommt dann halt auf Mr. Bauchi drauf, ne, auf meinen Bauch und dann läuft das. Auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir auch wieder Pflege, die riecht intensiv. Ist aber leider nichts für mich tatsächlich. Von Respire ist es ein festes Shampoo. Ja, für Brillanz der Haare. Riecht wirklich, wirklich toll. Muss ich, ja, ist es tatsächlich. Aber ich, 20 Gramm, aber meine Haare mögen das leider nicht. Wenn, dann würde ich das als Pinselseife verwenden oder als Körpergedönsen, ne? Aber nicht für meine Haare. Das ist, nee, da wird Stroh draus. Hier haben wir die Nummer 4. Zum Wiederbefüllen ist es großartig, wenn man große Kläppchen hat, aber ganz ehrlich, das ist crazy. Von Hugo haben wir ein Produkt, das habe ich schon mal ausprobiert, das war echt toll. Ein Hyaluron-Serum oder Konzentrat ist das quasi. Das ist gar nicht mal so günstig. 5 ml und dieses, ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch schon im Blissim-Adventskalender oder in der Blissim-Box mal drin gehabt. Ein sehr, sehr schönes Gesichtsöl. Mag ich. Die Nummer 5, der Tag von Nikolaus. Da dürfen wir uns erstmal die Hände desinfizieren, wenn wir dann auf den Weihnachtsmarkt gehen oder so. Von Mercy Handy ist es ein Hand Cleansing Gel Dolce Vita 30 ml. Ich bin ehrlich, auch wenn es ein Produkt, also ein Kalender ist, den ich halt in der Kooperation zugeschickt bekomme, wenn hier Produkte drin sind, die ich nicht gut finde und wo ich finde, die haben in einem Adventskalender nichts zu suchen, dann werde ich euch das sagen und ich finde, dass das hier dazugehört, weil ich möchte weder bei Beautyboxen noch bei Adventskalendern daran erinnert werden, dass wir eine Pandemie haben, ganz einfach. Und da möchte ich tatsächlich jeden Tag mit einem Produkt überrascht werden, was mich zum Strahlen bringt, was mich glücklich macht, aber das ist leider mit etwas verbunden, was mich traurig macht und deswegen finde ich das nicht gut. Auch wenn es ein brauchbares Produkt ist, ne? Davon mal ab. Aber ich möchte ja auch keine Rolle Klopapier da drin haben.
Jetzt haben wir hier Nikolaus und da denke ich mal, haben wir dekorative Kosmetik drin, oder? Ja, auch hier, ne? Au! Interessant befüllt. Von Gleim haben wir hier drin ein Contour de Yeux de Fatigant. Ne, das ist eine Antifalten-Augencreme. Okay, 15 ml. Sowas ist aber auch gut in der Nummer 6, weil sowas ist meistens nicht so günstig. Deswegen halt in der 6 ganz gut aufgehoben, ne? Ja, das ist schon in Ordnung. Aber jetzt so langsam könnte wieder ein bisschen schminkiger Pinky kommen. Die Nummer 7 fühlt sich aber etwas schwer an, deswegen glaube ich eher, dass wir Pflege drin haben. Daily Concepts Multifunctional Soap Sponge Aloe wäre ach schön. Das ist für den Körper. 45 Gramm sind hier drin und das ist ein ganz aufregendes Produkt. Du hast nämlich auf der einen Seite diese Seifenfläche und auf der anderen Seite ist das quasi ein Schwamm. Und du benutzt halt dann die Schwammseite, ne? Und riecht übrigens richtig angenehm frisch. Und damit kannst du halt so über die Haut gehen und das schäumt dann halt schön auf. Und ich mag das richtig gerne. Das ist cool. Das ist richtig cool. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Hier haben wir auch ein Pflegeprodukt drin. Und zwar von Brave New Hair. 75 ml Keratin. Das ist ein Après-Shampooing. Ist das dann quasi ein... Hä? Ein Conditioner? Ja, Weightless Hair Conditioner. Steht hier drauf. Cool. Die Verpackung ist ein bisschen schwierig, weil da wirst du das Produkt nicht so leicht rauskriegen, ne? Aber ich mag diese Brave New Hair Geschichten. Ich mag Keratin-Geschichten für meine Haare. Ich mag sowieso gerne Geschichten, deswegen schreibe ich ja auch schon gerade an meinem zweiten Buch, ne, ist klar. Aber auf jeden Fall, das ist übrigens mein erstes Buch, wenn mir endlich ankommt. Gönnt euch hart, den Pelletier Verlag unter diesem Video verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Genau, und jetzt gerade schreibe ich an Buch Nummer 2. Auf jeden Fall ist es, ja, ein Conditioner, ist gut. Komm schon, Nummer 9. Dürfen wir uns endlich jetzt wieder über dekorative Kosmetik freuen? Ja, Steve Laurent. Was bist du denn? Orchid? Ein Lippenöl, okay. Ja gut. Ein bisschen mehr Abwechslung wäre cool gewesen jetzt, oder? Weil wir haben jetzt dann zwei dekorative Kosmetikprodukte und eins davon ist quasi so ein Zwischending zwischen Pflege und Schminke, das hier. Also, und beides ist für die Lippen. Ja, also das soll super sein. Ich weiß, dass von vielen anderen YouTubern, die darüber gesprochen haben, die das auch dann mal aufgebraucht haben, verwendet haben. Ich mag auch gerne Lippenöle, verwende ich wirklich auch gerne im Alltag viel. Dann wollen wir mal sehen, wie es mit der Nummer 10 weitergehen wird. Hui. Ja, da haben wir jetzt quasi einen kleinen Übergang gehabt mit der Nummer 9 zur dekorativen Kosmetik. Und hier habe ich dekorative Kosmetik. Pie. The Impossible Glow Bronzing Drops. Yo. Krass. 10 ml sind hier drin. Vor 4 Jahren war genau dieses Produkt ein extrem gehyptes Produkt auf dem Beauty-Markt, das weiß ich noch. Jeder wollte dieses Produkt haben. Und jetzt habe ich es hier. Ich glaube, das ist mir aber zu dunkel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht, das muss ich mal gucken, kann ich das aber als Body Oil oder so verwenden, je nachdem wie intensiv das ist, ne? Ja, da habe ich, also bin ich, also müssen wir mal gucken. Schauen wir mal in die erste Schnapszahl. Die Nummer 11 fühlt sich gut gefüllt an und da habe ich jetzt auch tatsächlich ganz schön viel drin. Hallo? Da ist auch noch ein Zettel von Blissy mit am Start. Eine geheime Botschaft. Vielleicht ist das ein Produkt, was eigentlich nicht in den Adventskalender rein sollte, aber dann doch irgendwie mit reingekommen ist, ne? Das müssen wir mal schauen. Embryolisse ist das nämlich, 75 ml. Hier sind nämlich die Inhaltsstoffe aufgeführt. Ja, Ahnung. Ja, eine für trockene Haut und Haut, die sehr sensibel ist. 75 ml. Sowas kann ich gut gebrauchen. Dry to very dry skin, even sensitive. Das ist wirklich, ne, ein Produkt, das meinen Namen ruft. Gut. Schauen wir mal, was die Halbzeit zu bieten hat. Die Nummer 12. Da habe ich etwas drin von Yeste. Oh, Fraîcheur. 97% natürliche Inhaltsstoffe, das steht hier alles auf Französisch drauf, 20 Gramm. Aber hier hinten steht drauf, wie man es anwenden soll. Es scheint eine Zahnpasta zu sein. Und das ist jetzt auch ein Produkt, ne, genauso wie Handdesinfektion, ist genau auch Zahnpasta etwas, wo ich jetzt nicht unbedingt möchte, dass es im Adventskalender drin ist. Kann super sein, ist auch eine ganz interessante Geschichte, um einfach mal so ein bisschen was Neues kennenzulernen. Es riecht auch gerade hier sehr, sehr frisch, wo ich das neben meinem Gesicht halte. Bin ich aber einfach kein Fan von, weil ich finde, auch Zahnpasta ist etwas, was jeder total individuell halt auch von seinem Zahnarzt ja zum Teil empfohlen bekommt. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und da sollte man jetzt nicht irgendwie querbeet sich irgendwie durch irgendwelche Sachen durchtesten. Nur meine Meinung. Nun, schauen wir in die Nummer 13. Hier haben wir dekorative Kosmetik drin, das freut mich. Das ist Extreme von Gosh Liquid Eyeliner.
In der Farbe 006, aber das ist ein Pflaumeton. Kann man das sehen? Ein ganz dunkler Pflaumeton ist das, ne? Das ist kein Schwarz. Das ist super interessant. Und das ist halt die Frage, ob das, also 1,7 Milliliter, ne? Ob das einem steht? Ich meine, gut, wenn ich jetzt so einen Look habe wie heute, ne? Der ist jetzt auch schon ein bisschen abgetragen, aber so ein Rosa und dann ein bisschen Schimmer, das ist ja nicht viel, was ich auf den Augen habe. Und dann dazu sich so ein Eyeliner in so einer Farbe macht, das passt natürlich wie Arsch auf Eimer, ne? Also von daher ist das schon wieder cool. Wow, die Nummer 14 fühlt sich sehr, sehr schwer an. Und da ist auch ein großes Produkt drin, und zwar von Davin ein Eye-Shampoo, 90 Milliliter mit Rucuöl. Okay, sagt mir gar nichts. Ein absolut beautifying Shampoo. Sehr interessant. Shampoo kann ich immer gut gebrauchen. Eine Spülung hatten wir ja auch schon drin. Riecht sehr angenehm, aber so wie Erkältungsbad meets Shampoo. Sehr leicht ist die Nummer 15. Und da haben wir ein Typchen drin. Oh, Madara, The Hydra Firm Hyaluron-Konzentrat Jelly. Time Miracle. Also Madara ist eine gute Marke. 15 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist eine durchsichtige Tube und ein durchsichtiges Produkt. Madara ist eine schöne Marke, die ich sehr interessant finde. Und jetzt haben wir hier ein Serum mit dabei, um sich entsprechend zu glätten. Cool. Direkt darunter befindet sich die Nummer 16. Und da haben wir ein Produkt drin, was aussieht wie ein kurzer Blanc Creme. Oh, Micellaire mit Pamplemousse, ein Micellenreinigungswasser mit Grapefruit. Okay, 30 Milliliter. Das ist eine schöne Geschichte, wenn man verreist oder so, ne, dass man das mitnimmt. Ich verwende kein Micellenreinigungswasser, weil ich einfach eine andere Reinigungsroutine habe. Da ist jeder Jack aber anders, ne. Ich finde es schön. So ein kleines, süßes Ding. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, erwartet uns ein längliches Büchslein. Und da haben wir ein Typchen von Polar drin enthalten. Nuit Polaire aux Algues Boreales, also mit borealischen Algen. 15 Milliliter sind hier drin. Das ist eine Revitalizing Cream, also quasi für das Gesicht über Nacht. Jo, das ist doch eine schöne Geschichte. Polar wird gerne verwendet, ist eine Marke, die auch echt beliebt ist. Auch weil sie nicht ganz so günstig ist, aber auch nicht so super teuer. Hui, das Begrüßungspaket Nummer 18 für die Weihnachtswoche ist schwer. Und da haben wir ein Tiegel drin von Le Secret de Loli Repair Time Masque Hydratant mit Jojoba Macadamia Pro Vitamin B5. Always with love. Okay, 100 Milliliter sind hier drin. Das wird eine Haarmaske sein, denke ich mal. Sieht sehr ansprechend aus. Mag ich gerne leiden. Kann man auch mal ausprobieren. Ich gebe mir Haarmasken immer so von Ohrläppchen bis in die Spitzen rein. Das funktioniert bei mir immer ganz gut. Wow, okay, Moment. Das musst du 15 bis 30 Minuten drin lassen. Das ist natürlich krass. Also das muss ich wirklich sagen, würde ich mir dann einfach ins angefeuchtete Haar geben. Also dass ich mir mal eben kurz mit ein bisschen Wasser meine Haare anfeuchte und dann reinmache. Weil 15 bis 20 Minuten warte ich nicht nackelig in der Dusche. Nee. Die Nummer 19 fühlt sich auch sehr, sehr leicht an. Aber hier haben wir ein Typchen drin. Wild Science Lab Juice Boost Brightening Serum, Vitamin C und Hyaluronsäure. Das ist toll. Das gefällt mir. Vitality Radiance 10 Milliliter. Ich meine, das ist jetzt unser... Oh je, je, je. Wir haben schon einige Serien, ne? 1, 2, 3. Unser drittes Serum. Okay. Also Serien sind gerne gesehen, das weiß ich auch. Aber Achtung, Achtung, ne? Es sind schon 3 Serien. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen viel. Mal gucken, ob es im 20er-Bereich jetzt ein bisschen abwechslungsreicher wird. Oha, Rituals ist am Start. Und hier habe ich ein Produkt, ja gut, dann brauche ich das hier nicht mehr auf meinem Körper ausprobieren, weil das hier habe ich jetzt ja hier. The Ritual of Karma. Es ist ein Soul Shimmering Body Oil, so mit 30 Millilitern. Sowas gebe ich mir gerne auf meine Beine, also Schienbeine, ne, Unterschenkel und so im Sommer, weil dann halt einfach alles so Strumpfhosen-effektmäßig schimmert. Oder wenn man halt Richtung Weihnachten, Heiligabend oder so denkt, dann ist es natürlich ganz cool, wenn man vielleicht auch so ein schulterfreies Kleid anhat oder so und sich dann hier so auf Halsdekolleté, Schlüsselbeine gedönsen, das so drauf macht und auf die Schultern. Sieht bestimmt auch total nice aus, ne? Ja, ja. Ist cool. Die Nummer 21 ist wirklich riesig, aber super leicht. Oh, geil! Wirklich geil. Carmex, da haben wir... Oh, Carmex ist so meine Jugend.
Lichtschutzfaktor 15 mit Erdbeere. Und das ist halt ein Lippenbalsam und nicht so ein Pöttchen. Ich hatte in einem anderen Adventskalender das als Pöttchen drin, was ich persönlich jetzt auch nicht verkehrt fand, ne? Lippenbalsam ist natürlich noch besser, ne? Oh, ich mag das. Ich glaube, also Carmex ist ja auch so ein bisschen frisch, ne? Und dann hast du gleichzeitig noch diese Erdbeere mit dabei. Ich glaube, das wird gut. Schön. Oha, die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, fühlt sich sehr schwer an. Und hier haben wir ein Produkt von L'Oreal Professional drin. Infinium Pure 6 Ingredients, Maximum Hypoallergenic. Hä, was bist du denn jetzt? Extra Strong? Wahrscheinlich ein Haarspray, oder? Ja, hier steht jetzt Extra Strong Hairspray. So schaut es aus. Ich persönlich verwende kein Haarspray, weil ich einfach keine Frisuren mache. Ich bin da einfach faul. Mein Freund braucht es nicht, weil er 3 mm Haare hat. Und ich weiß aber, meine Freundinnen werden es feiern. Also ich werde immer wieder nach Haarspray gefragt, deswegen ist es ganz cool. Ja. So, zwei Büchslein haben wir noch. Das heißt erstmal hier die Nummer 23, die sehr schwer ist. Und da haben wir etwas von Kadi drin. Ayurvedisches Haaröl. Okay, kräftiges Haar und starke Wurzeln. Oh, gibt man sich das auch in die Haarwurzeln rein? Amazing. Hier sind 50 Milliliter drin. Also ein Haaröl finde ich, ehrlich gesagt, richtig gut, weil man damit halt die Haare auch schön stärken kann. Auch hier gebe ich mir das so in die Länge, in die Spitzen rein so ein bisschen. Ne? Das ist eine Glasflasche, das wird auch gar nicht mal so günstig sein, glaube ich. Ne? Ich habe auch noch so eine Haarmaske zum Selbstanrühren da, die müsste ich auch mal verwenden. Ja, warum eigentlich nicht? Trommelwirbel, die Nummer 24. Was erwartet uns an Heiligabend? Bestimmt dekorative Kosmetik. Es fühlt sich super leicht an. Oh, da kriege ich aber gerade ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Cool wäre nämlich gewesen, irgendwie einen Blushenbronzer drin zu haben oder so. Ne? Das fände ich richtig geil. Okay, es ist das dritte Lippenprodukt, aber es ist Benella Beauty. Okay, okay, okay. Die Lip Butter ist das, Lip Butter in der Farbe My Love. Und... okay, okay. Die Farbe ist schön, definitiv. Ne? Das ist halt ein Tönchen, was man halt auch super gut tragen kann, wenn es jetzt nicht unbedingt Weihnachten ist. Also wir haben hier gar keinen richtig krassen roten Lippi drin. Das ist eine ganz tolle, tragbare Farbe. Also haben wir das Fazit jetzt mal raus. Es ist ein Adventskalender, der wirklich tolle Produkte enthält. Für 54 Euro finde ich auch, dass wir hier eine gute Preis-Leistungs-Geschichte haben. Aber, leider Kritik, haben wir hier zu viele Lippenprodukte drin. Also da hätte ich mir gewünscht, dass wir hier anstatt von einem Lippi noch irgendwie einen Blush drin gehabt hätten oder einen Bronzer oder irgendwas, ne, was anders gewesen wäre, weil so ist es wirklich sehr, sehr lippenlastig. Aber gut, es ist ein schöner Adventskalender. Ich würde mich safe freuen, wenn ich den halt im Advent öffnen würde. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, stimmt halt wie die Faust aufs Auge. Auch, dass wir 245 Warenwert hier drin haben sollen angeblich, denke ich auch. Wenn ich mir die Produkte angucke, haben wir hier gute Marken drin, hochwertige Marken. Und das war es jetzt hier von mir und dem Blissimbox Adventskalender aus der deutschen Hand. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, wie du ihn so fandest. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Adventskalender. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!